Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lange und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide bzw. auch Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein weiteres Achievement hier in Terra Mortis und zwar einmal um Reise durch die Sphäre. Für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Verwendet 5 Schmiedeanzapfer an Prognetior Schmieden in Terra Mortis, um die folgenden seltenen Proto-Materialien zu erhalten. Das sind insgesamt, wie ihr seht, 10 an der Zahl und als Belohnung gibt es dafür dann die Mortis Murmel. Das ist dann ein Toll, das werden wir uns dann halt auch noch anschauen. Und ja, was müssen wir dafür machen? Als allererstes müsst ihr am besten die Kampagne hier in Terra Mortis auf Minimum Rang 3 freispielen und dann spielt ihr hier oben diese Höhle frei und in dieser Höhle haben wir dann den Dude Firm drin, der gibt uns ja dann Daily Quests. Ich denke mal, die meisten von euch dürften das schon einmal abgeschlossen haben. Die Geschichte ist, eine von den Daily Quests gibt uns unser Item und zwar ist das der Schmiedeanzapfer. Ihr könnt den Schmiedeanzapfer, wenn ihr diese Daily Quest aber einmal erledigt habt, immer bei ihm holen, auch wenn die Daily Quest an dem Tag nicht verfügbar ist. Also wir klicken einfach auf ihn drauf, Schmiedeanzapfer holen und ihr seht, wir haben das Item hier einmal im Inventar. Was können wir jetzt mit diesem Teil machen? Wenn ihr die Daily schon gemacht habt, dann wisst ihr, dass ihr mit diesem Schmiedeanzapfer diese kleinen Kugeln in der Zone quasi absaugen könnt und da bestimmte Materialien, Ressourcen rausholt. Ja? Was ihr als meistes bekommt, ist das hier. Da braucht man nämlich 15 Stück von und dann können wir das zusammenbasteln. Dann kriegen wir so eine kleine Kiste. Die Kiste können wir aufmachen und da kommt dann auch wieder rum was raus. Und dann gibt es noch einen Haufen Special-Materialien und diese Special-Materialien, die brauchen wir quasi hier für unser Achievement. Also wie funktioniert das? Wir haben jetzt hier dieses Item. Wir gehen zu so einer Kugel im Gebiet hin, saugen die ab und kriegen dann ein bisschen Materialien raus. Manchmal gibt es auch gar nichts raus. Ja? Also das ist ein bisschen random. Man kann eigentlich fast alle Kugeln absaugen, große, kleine. Die stehen hier überall rum. Für das Achievement funktioniert das folgendermaßen. Ein paar von diesen Materialien gibt es oder können an jeder Kugel rauskommen. Ein paar Materialien können nur an bestimmten Kugeln rauskommen. Und ein paar Materialien sind in einem Bereich. Zum Beispiel, dann ist irgendwo hier oben ein Bereich, wo manche Sachen rauskommen können. Hier ein Bereich, wo manche Sachen rauskommen. Das werde ich jetzt aber gleich im Video ein bisschen erklären, wo ich die Sachen rausbekommen habe. Und der längste Farm wird bei euch wahrscheinlich sein, um diese Grundmaterialien zu sammeln, die ihr überall kriegt. Braucht ihr immer 15 Stück, wandelt es um und da gibt es nämlich auch eine Materialie und unter anderem auch noch ein Pet raus. Und ja, ich habe da einige für aufgemacht. Ich habe das auch mal am Ende im Video drin gelassen. Also wenn ihr sehen wollt, wie viele ich da gebraucht habe, dann zeige ich das dementsprechend auch einmal. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein und schauen uns mal an, wo es diese Teile gibt, beziehungsweise wo ich sie denn gefunden habe. Dann habe ich hier einmal den instabilen Anfacher bekommen und zwar habe ich den gekriegt hier auf den Koordinaten 46, 68 beim Absaugen von dieser Kugel hier. Dann habe ich das nächste Item bekommen und zwar eine himmlische Essenz. Wir sind einmal jetzt auf den Koordinaten hier unten, auf den Koordinaten 51, 74 habe ich es rausgezogen. Hier mit meinem zweiten Account, also sprich mit meinem Hunter. Das Schöne ist, das Achievement ist ja hier Battle.net-Account gebunden, also egal mit welchem ich es rausziehe, kriege ich es halt dann dementsprechend auf beiden. Also auf dem Main hier ist die himmlische Sense jetzt auch abgehakt. So, dann habe ich das nächste Item bekommen und zwar bestäubte Extraktion. Und hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es mit beiden, dass es hier zu 100% droppt, denn ich habe mit beiden Chars sowohl mit meinem Main als auch mit dem Hunter dasselbe Item an dem gleichen Ding rausgezogen. Und dort sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 60, 75. Also da könnt ihr mal gucken, mit beiden Chars, wie gesagt, an demselben Spot bin ich mir relativ sicher, dass es da vielleicht immer droppt. Dann habe ich das nächste rausgezogen und zwar das wabenförmige Gitter. Hier glaube ich auch wieder, dass es ein fixes Teil ist, denn das habe ich jetzt auch wieder mit beiden Chars an demselben Ding rausgezogen. Wir sind hier oben einmal auf den Koordinaten 64, 59 und dort habe ich das, wie gesagt, mit beiden rausgezogen. Dann habe ich das nächste rausgezogen und zwar aufgeladenes Firmament. Und das habe ich jetzt hier unten auf den Koordinaten 53, 30 gekriegt. Diesmal habe ich es aber nur mit dem Hunter bekommen und nicht mit dem Main. Also das scheint anscheinend keine so eine hundertprozentige Geschichte zu sein. Dann haben wir das nächste und zwar körperloser Sand. Das habe ich jetzt gar nicht so weit weg vom anderen bekommen. Hier auf den Koordinaten 45, 27. Diesmal habe ich es nur mit dem Main gekriegt und nicht mit meinem Hunter. Also wahrscheinlich auch nicht ein hundertprozentiger Drop. Ich vermute aber, dass die Dinger immer alle relativ in der Nähe voneinander droppen können. Also wenn man quasi hier diesen körperlosen Sand
hat, dass der in der Nähe hier bei allen von diesen Dingern droppen kann. Vermute ich jetzt einfach mal. Dann habe ich jetzt an einem wirklich unwirklichen Spot, ihr seht gerade, wo ich hier bin, eine Essenz noch bekommen. Und zwar schimpft sich die unberechenbare Essenz. Und ich zeige euch jetzt mal auf der Map, wo ich bin. Wir sind einmal hier so ein bisschen außerhalb der Map und da sind wir auf einer Kugel drauf. Das Tricky hier ist aber, wenn ihr hier oben auf der oberen Fläche seid, könnt ihr das Item nicht usen. Ihr müsst wirklich so ganz an den Rand laufen, bevor ihr runterfallt, dass ihr die Kugel irgendwie soaken könnt. Warum auch immer, ne? Also es ist ein bisschen tricky. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ihr hier hochkommt. Mal zur kurzen Erklärung. Hier kann man sich quasi, wenn wir zum Beispiel in Vent hier sind, einmal mit dem Portal so langsam hochporten. Dann haben wir hier eine Kugel und hier eine Kugel und muss dann quasi von einer zur anderen springen und dann mit dem Goblin glatt herüber. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert erklärt. Wir werden es jetzt einfach nochmal machen, dann zeige ich es euch, wie ich hier hochgekommen bin. So, Dala, ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite und zwar hier, wo es ins Lager reingeht. Und jetzt laufen wir quasi hier rüben hin. Und ihr solltet halt Vent hier sein, dass ihr diesen Portal habt. Oder falls ihr das Video später seht, ne, wo man schon fliegen kann, dann könnt ihr natürlich selbstverständlich auch einmal rüberfliegen. Jetzt muss ich mal gucken, okay, das funktioniert nicht. Also wir müssen das hier in kleinen Schritten machen. Wir müssen dann einmal hier hoch. Dann können wir hier nach oben springen. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt die Minute warten, bis wir das Vent hier Portal wieder haben, dass wir da hochkommen. Okay, ich bin jetzt doch gejumpt, ne, von hier auf den Stein. Jetzt kann ich hier mit der Reisegestalt hier hochjumpen. Wenn ihr das nicht könnt, dann wartet ihr halt hier eine Minute und portet euch mit dem Ventier-Port einmal hier hoch. Ne? Das ist jetzt auch nicht der Stress. Und jetzt, wenn wir hier oben sind, könnt ihr einmal hier rumlaufen. Könnt hier hochlaufen. Hier rum. Ihr könnt übrigens hier oben die anderen Kugeln auch noch absaugen. Also wenn man hier steht, kann man zum Beispiel die Kugel nur absaugen. Aber da ist jetzt bei mir ehrlich gesagt nichts drin. Dann geht ihr hier hoch. Ja, dann könnt ihr hier auf die eine Kugel drauf. Okay, oder auch nicht. Ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Genau, auf die Kugel drauf. Und von der Kugel wollen wir jetzt auf diese Kugel hier runter. Und da nutzt ihr den Goblin-Gleiter. Und diese Kugel da unten ist quasi die richtige, die ich vorhin eben abgesaugt habe. Da werde ich jetzt aber nicht mehr hingehen, sonst rippe ich nochmal. Aber das ist die Kugel, wo wir vorhin gerade drauf waren und wo wir hier die unberechenbare Essenz bekommen haben. Also ich zeige es nochmal auf der Map. Hier einmal rüberfliegen. Viel war es jetzt nicht. Wenn ihr Ventier seid, könnt ihr einfach das Portal benutzen. Wenn ihr nicht Ventier seid, dann skillt halt um auf Ventier, ne? Dann haben wir das nächste Item. Und zwar habe ich jetzt das ruhige Pigment bekommen. Und dieses gab es jetzt einmal hier auf den Koordinaten 34, 46, also sprich über dem Eingang zu unserem kleinen Firms-Dude. Und ihr seht schon, hier unten haben wir den See, ne? Und da geht es quasi rein und hier unten ist der Eingang drin unter uns, ne? Und ich habe mich jetzt einfach mit dem Ventier-Port einmal hier auf die Terrassen hochgeportet, dann hier nach oben. Und so wie es aussieht, kriegen wir das Pigment tatsächlich nur an dieser Orb. Ich habe jetzt quasi 4 oder 5 Mal hier dieses Item eingesetzt. Man muss zwischendrin immer so etwa 3 Minuten warten, dann kann man es nochmal einsetzen. Und nur dort habe ich das Pigment erhalten können. Also ich gehe jetzt nochmal hier einmal kurz runter, dass ihr es vielleicht ein bisschen besser seht. Also wir sind jetzt quasi hier unten. Da ist der Eingang. Und da oben diese Orb wollen wir, dann portet euch einfach hier mit dem Venture Port einmal dazwischen rein und dann quasi ganz nach oben. Und ja, damit haben wir jetzt alle, bis auf ein letztes Teil. Und zwar ist das Anima geladenes Eigelb. Und dieses Anima geladene Eigelb bekommen wir aus einem anderen Item raus. Und zwar haben wir ja hier diese Items, die wir, wenn wir absaugen, immer random zusätzlich bekommen. Und aus diesen können wir, wenn wir 15 davon kombinieren, einmal verschiedene Sachen bekommen. Einmal dieses Anima-gelbe Eigelb und wir müssten den Schlüssel bekommen, beziehungsweise es gibt auch ein Pet. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt mal so ein bisschen rum und wir werden sehen, ob ich Glück habe und ja, das letzte Item kriege. Also bauen wir mal das erste zusammen. Ich habe 33 Dinge, also 2 Tries habe ich mit dem Char. Ich habe hier die Kugel, die können wir aufmachen. Und was haben wir drin? Wir haben natürlich den Schlüssel bekommen. Ja gut, mal gucken, was wir da genau aufmachen können mit dem Schlüssel. Das brauche ich jetzt nicht. Das sind irgendwie auch so Kack-Items. Okay, dann tun wir mal das zweite kombinieren. Schauen wir mal. Komm, gib mir das Item. Oh boy, was habe ich denn da gekriegt? Noch mehr so Speed-Sachen.
Okay, das ist jetzt suboptimal. Jetzt muss ich mir vielleicht noch mehr farmen. Beziehungsweise, ich habe ja noch einen zweiten Account, mit dem ich nebenbei das auch gefarmt habe. Und da haben wir auch nochmal 29. Naja, eins kann ich nochmal aufmachen, beziehungsweise muss ich mir halt nochmal eins farmen. Jetzt gucken wir mal. Nein, ich habe nochmal einen Schlüssel gekriegt. Okay, heißt für mich, ich muss noch ein bisschen weiter farmen. Sodala, ich habe jetzt insgesamt vier schon aufgemacht. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch zwei auf. Ich habe jetzt noch ein bisschen gefarmt gehabt. Und ja, drückt mir mal die Daumen, dass das jetzt drin ist. Und was haben wir drin? Super, ich habe nochmal so einen Schlüssel gekriegt. Wunderbar. Alles, was wir nicht brauchen. Mit dem Hunter habe ich auch nochmal über 20. Gucken wir mal, ob wir da Glück haben. Also ich habe leider immer noch kein Pet und auch das Item nicht. Zumindest habe ich das Pet gekriegt und noch einen Schlüssel. Gut. So viel dazu. Also ich bin jetzt insgesamt bei 6 von den Teilen. Und ja, das sind schon einige von den Dingern, ne? Also da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr farmen. So, da dann machen wir jetzt mal noch zwei auf. Wir haben jetzt insgesamt 6, dann haben wir hier Nummer 7. Drückt mir mal die Daumen, dass was drin ist. Hier bei jetzt bei quasi anderen Twinks. Ne, ich habe schon wieder nur einen Provostenschlüssel rausgekriegt. Okay. Also das scheint hier ehrlich gesagt nicht sonderlich gut zu droppen. Mit dem Char habe ich auch nochmal 17. Da können wir auch nochmal was gucken. Und. Ja gut, da muss ich wahrscheinlich noch mehr farmen, wie es aussieht. Sodala, dann machen wir jetzt Nummer 9 und 10 müsste das sein. Also hier haben wir nochmal welche. Habe jetzt mit Main noch ein bisschen was gefarmt. Heute war auch nochmal eine Daily. Gucken wir mal. Komm bitte, sei mal drin hier. Nope, da haben wir es leider auch wieder nicht drin. Okay, dann schauen wir mal auf dem anderen Char. Da habe ich auch nochmal ein paar. Haben wir nochmal 18 hier. Jetzt hoffe ich mal, dass es drin ist. Oh boy, warum habe ich denn so ein Pech? So, ich habe noch ein bisschen weiter gefarmt. Jetzt haben wir hier Nummer 11 und auf dem Twink habe ich dann noch Nummer 12. Ich hoffe, dass es jetzt endlich drin ist. Ah, da ist es! Achievement fertig! Nice! Gut, ich habe das andere jetzt auch noch gefarmt. Jetzt machen wir das auch noch einmal auf. Wo haben wir es? Da. Perfekt. Ich habe jetzt, glaube ich, einmal das Pet rausbekommen. Das Achievement-Item. Und halt x-mal diese Schlüssel, ne? Die Schlüssel, da kannst du so eine Kiste aufmachen, die sich da hinten befindet. Hier gibt es noch ein paar Mats raus. Ist jetzt nicht sonderlich toll. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch zum Abschluss auch einmal das Toy an, was wir gekriegt haben. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das finde. Also, hier haben wir den Erfolg. Mortus Murmeln. Okay. Mal gucken, ob wir sie finden. Die Mortis Murmeln. Spielzeug. Mortis Murmeln, da haben wir es. Also, was macht es? Benutzt beschwört eine Sphäre von Serra Mortis, um darauf herumzurollen. Kann nur im Freien verwendet werden. Okay, dann machen wir das doch mal. Oh boy. Ich bin auf so einer Sphäre und kann hier rumrollen. Bin relativ langsam. Kann hier so ein Speed aktivieren. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ach, warte mal. Das kann man stacken. Seht ihr das? Aha. Frag mich, wie man das hochstacken kann. Ich habe ja eine Anzeige mit Lauftempo. Ehrlich gesagt, ah ne, jetzt ist es resettet. Okay, gut, ich glaube, das kannst du ziemlich knicken, das Toy. Hier können wir aber wieder runter. Also, es sieht echt cool aus, ne? Dass man auf so einer Kugel, die man hier die ganze Zeit abgesaugt hat, rumflitzen kann. Cool wäre es gewesen, wenn das extrem schnell, wenn man das irgendwie extrem schnell stacken könnte und man dann hier richtig durch die Zone pest. Das ist leider nicht der Fall. Aber ja, damit haben wir jetzt quasi alle von den Teilen abgeschlossen. Sind insgesamt 10 Stück gewesen. Und das mit den Items umwandeln hat bei mir jetzt tatsächlich am längsten gedauert. Ich musste jetzt insgesamt 12 von diesen Teilen machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel ihr davon gebraucht habt. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.